Dieses Video wird unterstützt von spielenxxl.de. Retro-Style-Games direkt im Browser spielen. Sieht wie ein Siege aus vor uns. Anstatt zu sagen, das meine ich, doch. Und es ist auch nicht links oder rechts, sondern vor uns. Direkt. Und dies ist meine Tochter Chani. Die Augen. Ja, Vater, ich hab dir jemanden mitgebracht. So, so, aha. Paul Atreides, der berühmte Muad'Dib. Stilgar hat mir nichts gesagt, aber er wollte, dass du ihn kennenlernst. Wäre es nicht interessant, ihm über die Experimente zu berichten? Wirklich? Ja. Aber er ist ein großer Anführer, Vater. Er kennt bereits 29 Sieges und 15 Truppenanführer. Der Spruch ist so geil. Ihr hattet recht, ihr beiden. Ich werde ihm alles erzählen. Du hast den Planeten gesehen. Eine einzige große Wüste. Die Menschen der Außenwelt sehen ihn nur als Gewürzlieferanten. Das spuckt schon aus. Ja. Aber die Leute hier lieben ihre Heimat und möchten sie freundlicher gestalten. Ich führe Vegetationsexperimente durch. Eine Vegetation, die im Sand wächst. Ich wollte eine neue Art Keimling schaffen. Ich habe hier einige. Komm mit ins andere Zimmer. Wie du siehst, sind diese Keimlinge beinahe fertig. Nur ein bisschen mehr Pflege. Ich bräuchte nur einige Fremen-Trupps zur Unterstützung. Ich kenne ein paar Sieges in der Gegend. Geh und bitte die Fremen dort, mir zu helfen. Oh ja, Wasser. Geh in den Raum zu deiner Linken. Es gibt viele Reservoirs dieser Art, Paul. Ein alter Traum der Fremen. Vegetation auf Arrakis. Das hatten wir schon mal mit den Windfallen, ja. Wasser des Lebens. Wir lehnen doch ab, würde ich sagen. Irgendwann sagt, glaube ich, die Jessica hier. Eine weise Entscheidung. So, Chani nochmal. Paul, das Wasser des Lebens ist gefährlich. Viele haben es probiert und sind daran gestorben. Reden wir noch mit dem, dann haben wir sie alle durch. Ich würde sagen, geh mal auf die Karte und guck, ob wir den Sand, den Gewürzsucher, kontaktieren können. Fürchte ich nicht. Zu weit entfernt. Weil der macht nichts. Ja, ich weiß es. Ich kann es ja nicht erinnern. So, wie wär's, wenn wir... Lass mal den Gewürzsucher. Mal nach da fliegen oder nach hier? Sie haben ja Erkso und Klamm. Fliegen wir da hin. Können wir eigentlich direkt hinüben, oder? Ja. Dazwischen kennen wir ja alles. Nochmal einmal gucken, nicht, dass wir da noch nicht waren. Sehr gut. Okay, so, jetzt Gewürzsucher. Fertig. Topperwegen. Dünn, dünn. Hier runter erstmal? Ja. So, dann such. So. Such! Such! Such, Buschi. So, wir waren eben hier, ne? Da. Sie haben der Tueck. Da würde ich sagen, fliegen wir jetzt mal da runter, so die Kurve, oder willst du erst hier rüber? Darfst du auswählen? Links oder rechts rum? Klick.
Sehr gut, du bist schon wieder so... Ich will dir hier die volle Demokratie ausleben, weißt du? Die Demokratur. Hinten hüppen oder nicht? Kann da was sein? Da war nur noch so ein ganz schmaler Streifen und nicht da, wo wir langfliegen, also... wir müssen auch bald wieder Gewürz liefern. Ja, das sagt er uns ja. Da kommt kurz... Es kommt eine Nachricht vom Imperator. Also wir brauchen da nicht aufpassen. Okay. Bist du Muad'Dib? Die Stimme der Außenwelt. Ja, ich glaube an dich, Muad'Dib. Meine Männer und ich sind bereit. So, der ist schon so grün. So, das sind nur 760 Mann. Wir haben jetzt so ein bisschen das Problem. Auf der einen Seite wollen wir jemanden haben, der Grünzeug anpflanzt. Auf der anderen Seite wollen wir viel Gewürz. Ja. Das Problem ist, das Grünzeug macht das Gewürz kaputt. Mhm. Also überall da, wo du Grünzeug anbaust, wird es danach schwarz. Auch wenn es hellgelb war. Ja, das heißt, wir müssen sie dorthin, wo schon kein Gewürz mehr ist. Jetzt bist du bei mir. Ja. Und möglichst wenige, weil eigentlich, also wir brauchen die Vegetation nur, dass die Motivation der Fremen hochgeht. Mhm. Sonst ist die Vegetation vollkommen irrelevant. Okay, und damit kämpfen sie besser und... Genau, das ist so, wir müssen ein bisschen pragmatisch, aber so ist es nun mal. So, das heißt, ich würde den jetzt zur Truppenaufgabe machen. Nee, wollen wir nicht. Ich würde den erstmal, also ich kann ihn dann nicht bewegen. Weil er erst eine Aufgabe braucht. Ich würde ihn jetzt als Gewürzspezialist nach rechts gehen lassen, dann ihm die Keime als Ausrüstung geben und ihn dann hochschicken zum... Da rechts. So, bewegen. Das war hier, ne? Sihanya Tuik. Ja. Ich kann sein. Ich behaupte das jetzt mal. So, wir sind da. Da würde ich hier links oder nach rechts? Wo willst du Sihanya Tuik? Links. Ja, da würde ich danach rumfliegen. Warte, so. Wir mal, ja, dann mal da rechts. Wir fliegen mal nach Hark. Nach Hark. Hagen, trink mal was. Wir sind die ganze Zeit in der Wüste unterwegs hier. Trockene Luft, ja. Nein, du sollst was trinken. Nicht vergessen, Hagen. Aber ob du unserem Volk Gutes bringen wirst, das kann ich nicht sagen. Guckt schon so. Die Akons haben uns schon zu lange verachtet und misshandelt. Du kannst auf meinen Trupp zählen, wenn du sie vertreiben willst. Klingt schon so an nach Militär. Ja, deswegen wollte ich kurz gucken, was er kann, aber er sagt es nicht. Weil manche sagen schon, sie sind sehr tüchtig. 1550, nee, er hat keine, keine besondere Fähigkeit. Nein, der hat gar nichts da. Gut. Ausrüstung suchen gehen? Jawohl, macht er. Da ist Wasser. Ah, jetzt zeigt er an, wie viel Wasser es gibt. Weil Wasser brauchen wir für die Vegetation dann wahrscheinlich. Ja. Also das ist noch eine weitere einschränkende Bedingung. Du brauchst Wasser und Schwarz, sozusagen. So, mal gucken. Ah, jetzt können wir nämlich ein paar Gewürzsucher mal akquirieren. Das ist mir ganz... Wir haben dich vom anderen Siege aus kommen sehen. Ja, ich glaube an dich, Murti. Weil wir brauchen unbedingt Gewürzsucher. Gewürzfinder. Ja. Ja. Spezialisten, jetzt habe ich das. Genau, so. Wie viel sind es denn? 2220. Und Neulinge, ne? Und sagt, hier ist noch nichts gefunden worden. Ausrüstung verändern. Gibt auch nichts. Aber kannst du suchen gehen? Kann er. Then do. So, dann fliegen wir mal hier runter. Da sind Lassgewehre. Ja, aber Lassguns. Lasergewehre. Ja, ich glaube, die heißen Lassguns. Heißen die? Ja, wenn ich mich recht entsinne. Das sind die, wenn man damit auf einen Schutzschirm schießt, explodiert alles. Ah, siehst du, hier ist nichts. Hier. Raketenstrahlen und Lassguns. Oder hier. Da steht's im Buch. Ich glaube dir es, aber es klingt trotzdem komisch. Ja. Vermutlich haben sie deswegen gesagt, das ist nichts. Lasergewehre. Ne? Ja. Es ist halt auch die Übersetzung von 1978. Von Herrn Wolfgang Jeschke. Nee, von wem? Steht da nicht. Also Wolfgang Jeschke ist die Redaktion, aber wer es übersetzt hat, steht da nicht. Das ist aber auch ungewöhnlich, oder? Hier flackern. Oh. Die Hakonnen greifen Tuono Tuek an.
Das ist da, wo das Dorf ist. Ist irgendwie blöd, ja? Ja. Wir gehen jetzt erstmal rein. Die 5 Sekunden haben wir jetzt. Dann können wir nämlich dann entscheiden, wo wir hinfliegen. Wir haben schon von dir gehört. Du bist der Sohn von Herzog, du hast Stilgardin, wir sind auf deiner Seite. Hier, kurz. Das sind immer die gleichen Sprüche. Das heißt... 2300 Mann, Motivation 15%. 15% nämlich. So, jetzt mal kurz. Ja, ja. Auch nichts da. Ausrüstung suchen gehen. Ich glaube nicht, dass ich hier einen Sandkriecher... Ja, dann geh halt nach da... Nach links oder nach rechts? Ich glaube, links geht schneller. Dahin? Geh mal nach dahin und dann von da aus findet er vielleicht was. So. Tuono Tabre wird angegriffen, ne? Hieß das? Tuek. Ah, da. Ja. Das ist eher unangenehm, weil jetzt die beißen sich so von oben in uns rein. Das ist eher unschön. Hm. Kriegen wir den hier erwischt? Nee. Nee. Das wollte ich gar nicht. So, also hier ist jetzt erstmal nix. Wollen wir... Ah, der Sucher ist schon hier unten raus. Den kriegen wir auch nicht, hä? Nee. Hm. Wo fliegen wir hin? Wir müssen eigentlich ihn dann weiterleiten, weil er hat jetzt schon 2 aufgegabelt. Dann wollen wir mal in das Dorf da fliegen. So hier schräg hoch. Und dann darüber. Das wird er hier nochmal erforschen. Gucken, ob wir es finden. Oder nicht. Flieg mal hin. Das ist das, ist vielleicht das Dorf, was er meinte. In der Nähe von östlich von Tuono Tuek. Östlich ist, oder? Südlich? Ich meinte südlich, das wäre nämlich das genau. Das wäre dann das, ja. Dann hätten wir es schon. Dann war es jetzt nicht so wirklich hilfreich. Na egal. Ja, du hast aber recht bezüglich der Eindimensionalität der Songs. Also es ist ein bisschen mehr Abwechslung wird dem gut tun. Ich glaube, das. Das war doch der Händler mit den Spottpreisen. Ja, wir gucken gleich mal, was wir brauchen. So. Nimm die andere Karte, die, da findet ihr ja nichts. So, guck mal hier. Sie können sie nicht erreichen. Versuche nicht deine Männer zu erreichen. Ha, so. Ha, ha. Genau, so, wir würden die da müssen wir wegziehen, weil sonst sind die nächsten. So, und jetzt kriegen wir ihn? Nee, bestimmt nicht, oder? Nee. Gut, dann erstmal wegziehen. Das ist echt blöd. So, ich würde jetzt rechts unten mal alles voll machen. Was geht da so? Mhm. Weil die würden wir als nächstes sehr tüchtig. Und die haben nur noch 6. Ja. Und dann machen wir mal. Da ist zwar alles nicht auf ausge. Aber da schicken wir den ja gleich hin. So, also hier die großen Felder würde ich nehmen. Mhm. Das Kilo. Reicht, da würde ich noch nichts tun. Da oben direkt. Der hier. 14 Kilo ist auch noch recht viel. Ja, aber das waren da. Wird da angegriffen das, genau, werden. Deswegen ist er lila. Na, der ist schwarz. Sieben. Kilo. Ja, das ist schon länger 7 Kilo. Bewegen. Wollte ich gar nicht. Was machst du es dann? Weil das Problem ist, du musst diese Pfeile da treffen. So, den rechten haben wir, bauen wir ab, ne? Dann ziehen wir nach da. Ja. So, und dann hast du gesagt, hier Critical. Tower Critical. Hier unten, da sind schon 2. Hier einer, ha? Den da. Ist auch einer. Oder wollen wir rechts hingehen? Nur rechts. Da? Den da, ja. So. Jetzt habe ich das voll im Kopf, Dennis. Die lümmeln da rum. Komm, der ist nicht auf 45.
Zack. Dann sollten wir jetzt mal zu dem Gewürzsucher. Machen wir gleich, weil jetzt sind wir schon fast da. Ich würde jetzt einmal hier hin und dann zum Gewürzsucher fliegen. Okay. Ah ja, ich hoffe, wir haben da noch einen Experten. Das bringt das irgendwas, wo welche zur Verteidigung hinzu? Nein. Nein. Wir greifen da gleich an. Wir räumen die wieder, die gehören dann wieder uns. Ja. Das Problem ist, wenn du die zu früh angreifst und deine Truppen nicht stark genug sind, verlierst du unglaublich viele Männer. Ja. Und dann macht das später hinaus, wird es echt schwierig. Dann erstmal mal lieber von außerhalb. Zu voll. So. Genau, der ist durchschnittlich, hat aber alles. So, den bewegen wir mal weg. Und zwar in den Süden, würde ich vorschlagen. Mhm. Hierhin? Ja. War noch nicht. Das dauert dann alles zwar, bis wir dann... Also erstmal geht jetzt die Menge runter, weil wir relativ wenige jetzt... Die noch überhaupt abbauen? Ja. So, wie waren hier die, das wollte ich gar nicht, wie waren hier die Gewürzdichte? Die war, glaube ich, orange. Die war noch, kann, die war noch okay, die würde ich noch... Einer kann bleiben. Ja. Du wolltest gucken, wie gut jetzt die... Ja, ich musste die Karte ausbilden, ich habe kurz überlegt, wie es geht. Ausgebildet, das ist noch nicht so super. Experten. Okay. Das heißt, die würde ich auch bewegen. Mhm. Und zwar ebenfalls links hoch. Okay. So, hier sind zwei Stück, dann können wir eigentlich Nummer drei, mal eins neben dran. Kommen sie nicht also aufeinander. Seit einem Tag, durchschnittlich. Genau, so. Wollen wir nochmal schnell zu dem Dorf fliegen und gucken, ob wir Lasergewehre finden? Hey, komm. Ja, ich weiß, meine Pläne sind manchmal sprunghaft. Schlangenlinienmäßig. Aber das ist... Denke mal dran, die Abkürzung ist die längste Verbindung zwischen zwei Punkten. Genau so. So, der Imperator kommt, wir müssen noch da denken. Ja, das heißt, wir müssen erstmal noch... Erstmal zum Imperator. Vielleicht habe ich was für dich. Seltsame Module. Die sind sehr, sehr wertvoll. So, ich würde dir jetzt... Erstmal diskutieren. ...runter diskutieren. Die Frage ist, wie weit? 2000? 1750? Wollen wir sie nehmen? Ja. Immer irgendwie einigen. Vielleicht habe ich was für dich. Sandkriecher. Nee, brauchen wir nicht. Nee. Für 1000, aber trotzdem brauchen wir es im Moment nicht. Topter, nee. Das jetzt auch nicht. Brauchen lass ganz. Nee. Nee, also dann wären wir durch. Sei still. So, wollen wir jetzt erst nach Hause fliegen, oder? Ja, sonst bin ich so unentspannt. Wieso findet er jetzt die seltsamen Module? Brauchen wir doch. Die seltsamen Module sind keine Waffen. Was waren das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Das waren, glaube ich, Waffen. Ja, aber da müssen wir erst mit dem Tufir, glaube ich, reden. Ah, okay. Aber sie liegen jetzt da rum, stört er jetzt nicht. Ja. Sind ja nicht weit weg. Ja. So, was sagt denn Duncan? Nee, erst müssen wir die Nachricht abholen. Genau. Neue Nachricht. 4000? 5000. Ja, langsam wird es anspruchsvoll, ne? Mhm. Deswegen, du darfst nicht zu lange warten, sonst... Der Imperator scheint nur darauf bedacht zu sein, so viel Gewürz wie möglich zu bekommen. Aber vielleicht verbirgt sich ja etwas dahinter. Nichts Neues. Weniger als gestern, das ist gut. Dafür, dass wir... Ja. Na gut, wahrscheinlich wirkt sich das jetzt erst nächsten Tag aus. Ja. An dem... Gut, los. Ja, ist ja los. Gut, dann hör aus. Ich bleibe hier. Wie lautet die Nachricht?
Nächste Ladung in 7 Tagen. Wir sind sozusagen am Anfang jetzt gewesen. Wir waren sozusagen direkt, als wir es gehört haben, eine Stunde später haben wir es schon geschickt. Und deswegen haben wir die volle 7 Tage. Ja. Okay. So, dann reden wir mit Tufi. Erst mit Tufi. Dem Danken, weil... Ah, nee. Ich finde, da ist was dahinter. Eigentlich wollte ich gar nicht mit dir reden. Nichts Neues. Okay, dann Danken. Ging aber automatisch, also insofern. Oder ich habe daneben, kann auch sein. 21 zu mit Rechnung. Von dem Schmuggler nicht. Erledigt. So, dann nochmal mit Tufi. Ich glaube nicht, dass der was weiß. Dann Jessica. Ich spüre solche Kraft in dir. Ich spüre, dass deine Kräfte zugenommen haben. Du kannst nun die Fremen über eine weitere Entfernung erreichen. Ich will nicht weitere, ich will unendlich weit. Immer noch nicht das Wasser des Lebens trinken? Kein Zweifel, deine Augen werden blau. So viele verschiedene Räume in diesem Palast. Das Tiger mitnehmen, oder? Ja. Mitkommen. Ich antizipiere mal, dass du das so oder so gewollt hättest. Ja. 22. Lasergewehre brauche, das ist das Problem. Es ist gut, dass wir sie haben, aber wofür? Vielleicht war das, vielleicht brauchen wir die später noch. Ah, guck mal, er hier. Der braucht mal hier Ausrüstung. Truppenaufgabe, Ausrüstung gehen. Gut. So, wenn der aber da ist, dann können wir den da wegschieben. Ja. Zwar nach ganz unten. Da war schon einer, guck mal hier, da, den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir, dann den auch. Haben wir, den haben wir auch. Den haben wir überall schon. Sau gut, Dennis, sehr gut. Der war einer, hierhin, ha? Oxtön, Tabor, okay. So, und jetzt gucken wir doch gleich mal, wo war denn der Sucher? Geht doch mal auf Gewürzsucher finden. Also einfach. Zu weit entfernt. Ah. Guck mal, hier sind Zopter und sonstiges, haben wir alles nicht. Also ich würde vorschlagen, dass wir gleich mal in Richtung der Gewürzsucher fliegen. Ich weiß, ach, du wolltest das die ganze Zeit nicht so, aber ich glaube, es macht keinen Sinn. Wenn du unbedingt willst, dann mach halt. Wollen wir erst hochfliegen, dann erreichen wir sie vielleicht und können gleichzeitig mit unsere den Truppen kommandieren. Ja, flieg doch mal dahin. Dahin? Ja. Da oder da? Ja. Vielleicht die Chance größer, dass man Siege erwischt. Bei dem unteren sind wir nämlich, glaube ich, schon mal lang geflogen. Weil da fehlen noch einige da an der Ecke. Und uns fehlen auch noch einige Fremen. Also die Produktion, die wir derzeit haben an Gewürz, ist nur so gefühlt nicht so... Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt hier weiter den ganzen Planeten aufdecken. Ja. Guck noch mal, ob ich in der Anleitung vielleicht doch noch irgendwas finde, was irgendwie nutzbringend ist. Kultivierung. Sie können erst mit der Bepflanzung beginnen, wenn sich Setzlinge in Ihrem Besitz finden. Ja, Setzlinge musst du, glaube ich, noch bauen. Dann müssen wir die einen, die wir als Gewürzspezialisten haben, müssen dazu Öko-Spezialisten. Aber die müssen dann, glaube ich, bei dem Liat Kainz bleiben erstmal, damit sie Setzlinge machen. Und da machen die aber das Gebiet kaputt. Das heißt, das wollen wir natürlich erst leer machen. Erst leer saugen. Ich bin ja so ein... Ja. Das Gute ist, du kannst die Ökologie auf diesem Planeten einfach nicht zerstören, weil sie ist nicht vorhanden. Ja. Ja, vor allen Dingen, theoretisch, wenn du Vegetation anbringst, können dir die Sandwürmer offensichtlich können dir nicht durch Pflanzen graben. Also sprich, eigentlich machst du dann die Ökologie kaputt. Ja, das Problem ist, dass für die Sandwürmer ist Wasser giftig. Ja. Und wenn du Pflanzen anpflanzt, dann kommt da ja Wasser hin. Ja.
Und deswegen können die Sandwürmer dann dort nicht mehr hin. Und ich glaube, weiß nicht, ob es... Eben kam noch eine Nachricht. Ja, ich habe so schnell geklickt. Tut mir leid.